So, herzlich willkommen an diesem 27. Spieltag der zweiten Handball-Bundesliga. ASV Hamm-Westfalen gegen den TuS Ferndorf am Ende 32-30, zur Halbzeit 15-13. Und ja, wie immer an so einem Freitagabend freue ich mich, dass die Trainer sofort gekommen sind. Die Presse steht bereit, wartet auf eure Statements. Und nach diesem spannenden Spiel, das war es ja nun mal bis zur letzten Minute, Robert, bin ich gespannt, wie du das Spiel gesehen hast. Unter schwierigen Voraussetzungen für euch am Ende ein toller Kampf, nicht belohnt. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, erstmal guten Abend, Glückwunsch an Hamm und Michal zum Sieg. Ja, ich bin einfach stolz auf meine Jungs, auf meine Mannschaft, was die geleistet haben heute. Nach so langer Zeit, 6 Wochen ohne Wettkampfspiel, 7 bis 8 Feldspiele im Training. Wir konnten nie 6 gegen 6 solche Sachen trainieren. Ganz schwierige Zeit und dass wir so ein Spiel machen heute, dafür bin ich sehr, sehr stolz. Die haben gekämpft, versucht. Ich finde, mit ein bisschen Glück heute haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, hier einen Punkt zu holen. Aber ich finde, wir haben super Abwehr gespielt, die ersten 10, 15 Minuten. Wir müssen lange spielen, um Torchancen zu kriegen. Leider haben wir da keine Bälle gekriegt in der Abwehr. Wir haben trotzdem Tor gemacht. Dann zum Schluss, klar, fehlt ein bisschen Kräfte, die kommen nahe zum Wurf, solche Sachen. So, das fand ich entscheidend in erster Halbzeit, dass wir da nicht diese gute, dass wir uns nicht mehr nicht so gut belohnt haben. Die ersten 10, 15 Minuten mit guter Abwehr, vielleicht ein paar gehaltene Bälle, Gegenstoß, Tore in Führung gehen, solche Sachen. Ein bisschen mehr Tore. Dann zweite direkt am Anfang. 4 Tore hinten ist natürlich auch schwer, das wieder zurückzuholen. Aber wir versuchen es, wir kämpfen. Ein paar individuelle Fehler in nicht die richtigen Phasen, solche Sachen. Aber wir können viel über solche Sachen reden, das bringt auch nichts. Wir haben ein Spiel, das war wichtig. Wir sind wieder im Wettkampf drin, das brauchen wir. Da kommen andere Spiele, wo wir gewinnen müssen, Punkte holen. Und ich hoffe, dass mehr und mehr von unseren eigenen Spielern zurückkommen, dass wir einen kleinen oder breiteren Kader kriegen für die wichtigen anderen Spiele. Und wir arbeiten weiter. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft heute, was die gespielt haben. Danke. Okay, danke. Ja, Michael, selbst für dich als jemand, der ja fast schon ein Experte für den TuS Ferndorf ist, war das eine unglaublich schwere Vorbereitung, weil du ja gar nicht genau wusstest, wer kommt da eigentlich. Und dann auch noch diese beiden kurzfristigen Spielausfälle. Also auch für dich keine leichte Aufgabe heute. Ja, hallo zusammen. Danke für die Glückwünsche. Das war für uns echt eine Woche zum Vergessen. Das kann man nicht anders sagen, dass Mittwoch Broschi ausfällt und dann quasi die gleiche Scheiße, am Donnerstag auch noch mit Marian passiert. Das musste man erstmal verdauen. Ich glaube, wenn man gegen Ferndorf spielt, sollte man sich jetzt nicht über irgendwelche Gegebenheiten ärgern oder so. Aber das war halt auch schon echt ein Knüppel, den Jungs zwischen die Beine geschmissen wurde. Und das mussten wir auch erstmal verdauen. Der Kader war dadurch echt stark dezimiert. Jetzt mit 2 weiteren längerfristigen Ausfällen wahrscheinlich. Das war auch erstmal ein Brett, das wir schlucken mussten. Also du sagst gerade, ich bin Experte für Ferndorf. Mir war das klar, dass die Jungs heute hier einen guten Ball spielen. Das hat auch nichts mit den Hamm oder so. Ich meine, wir haben ja jetzt mit Quarantäne und gegeneinander spielen anscheinend eine Historie. Aber das ist einfach ein guter und schneller Ball, der damit bei den Jungs läuft. Und das war uns klar. Wir waren in der ersten Halbzeit, gerade so in der ersten Viertelstunde, da kriegen wir zu viel von dem, was wir besprochen haben. So, da hätten wir ein bisschen mehr einfach noch in der Deckung schließen müssen, diese tiefen Räume schließen müssen. Aber gut, letzten Endes ist es dann für uns auch ein Kampfspiel. Jakob muss durch, Merten muss durch, die Linkshänder müssen durch. Also ja, da ist schon viel Last auf wenig Schultern gewesen. Wir haben das Spiel gewonnen, das, was wir wollten und mussten. Und jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen regenerieren Richtung Konstanz. Genau, am Mittwoch geht es schon weiter. Ja, damit schon mal vielen Dank an die Trainer.